Wir haben uns jetzt mit dem Leiter des Wildparks in Gersfeld, Hermann Bleuel, hier verabredet bei einer Besonderheit. Herr Bleuel, wir befinden uns hier mitten in einem Gehege und man darf hier ganz legal rein. Richtig, ja. Das Gehege ist im letzten Jahr neu erbaut worden, also wir haben einen neuen Verbindungsweg erschaffen. Und auf diesem Verbindungsweg kann der Besucher praktisch hier direkt durch das Gatter durchlaufen, hat sozusagen direkten Kontakt zu den Tieren, kann sie aus der Hand füttern. Und ich denke mal, das ist schon was Außergewöhnliches und gerade für Familien mit Kindern eine gewisse Besonderheit, dass die Kinder auch den Tieren mal so nahe kommen können. Ja, wir haben das vorhin schon machen dürfen, das war ganz toll. Natürlich sind Sie heute etwas scheu, weil leider ein paar Bauarbeiten hier vollzogen werden. Aber Sie haben schon gesagt, vorhin eine Schulklasse durchgezogen und da waren Sie schon ganz neugierig. Ja, natürlich. Das ist natürlich immer so ein Highlight, wenn da ein bisschen Kindergeschrei ist oder wenn sich so eine Schulklasse da formiert und dieses Gatter hier betritt und durchläuft, dann erhoffen sich die Tiere natürlich was. Die Möglichkeit ist ja hier Futter in Päckchen oder in kleinen Tüten zu erwerben. Und das wissen die Tiere natürlich ganz genau und nehmen das natürlich dann auch gerne an. Sprechen wir nochmal allgemein über den Park an sich. Was kann man denn hier alles erleben? Also wir haben eigentlich ausschließlich heimisches Wild, das bei uns in freier Wildbahn auch noch vorkommt. Der Park ist 50 Hektar groß. Die Tiere leben bei uns sozusagen wie in freier Wildbahn und ja, ernähren sich dementsprechend auch über die Sommermonate selbst. Das ist eine Besonderheit, wir brauchen also nicht viel zu füttern und es geht denen hier eigentlich richtig gut. Die Tiere haben Bereiche, wo sie sich zurückziehen können, wenn sie auch mal von den Besuchern die Nase voll haben. Also rundum, die Tiere fühlen sich wohl und man kann es ihnen auch buchstäblich ansehen. 1972 wurde das hier eröffnet. Wie hat sich denn der Park entwickelt? Gut, der Park ist eigentlich immer bei seiner ursprünglichen Größe geblieben. Wir haben halt gerade in den letzten Jahren die Möglichkeit gehabt, ein paar Investitionen zu tätigen. Wir haben verschiedene Arten dazu genommen. Das fing an, wir haben ein neues Fuchsgehege gebaut. Das ist relativ groß. Das war in 2007. Dann haben wir im letzten Jahr den Wiesent dazu genommen. Praktisch in Verbindung hier mit diesem neuen begehbaren Gatter und dieses Jahr haben wir jetzt eine neue Voliere für Birkwild in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat gebaut. Wir haben auch seit letzter Woche jetzt die Birkhühner hier, die ja oben in der Rhön relativ selten zu sehen sind und da hat der Besucher eben die Möglichkeit hier bei uns im Wildpark auch mal die Birkhühner aus nächster Nähe zu begutachten. Wir haben für das nächste Jahr ein Fischottergehege geplant, das mal so als kleine Werbung im Voraus. Nächstes Jahr haben wir auch das 40-jährige Jubiläum. Das wird wahrscheinlich auch ein großes Fest geben mit, ich denke mal, Tag der offenen Tür. Das wird dann nächstes Jahr im Juli stattfinden. Der Park hier gilt als einer der natürlichsten Wildparks in Deutschland. Was bedeutet denn das? Ja, das bedeutet eben, dass wir, wenn man die Fläche des Parks mal in Betracht zieht, das sind 50 Hektar, die stehen ja fast ausschließlich dem ganzen Wild zur Verfügung und haben einen Tierbesatz von durchschnittlich 150, 160 Stück Wild. Das heißt also, jedes Tier, dem kommen hier richtig viele Quadratmeter zugute und das ist eben so, dass auch die Gatter sehr natürlich ausgestaltet sind mit Waldbereichen, mit Wiesenbereichen. Die haben direkten Zugang hier zum Flussbett größtenteils, also es ist praktisch wie ein freier Wildbahn. Vielen Dank, Herr Bleuel. Wir schauen uns natürlich den Wildpark gleich noch genauer an. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Luft. Wir schauen uns die Rhön von oben an und haben dafür für Sie eine Ballonfahrt unternommen.